Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Let's Play for Charity-Kanal. Mein Name ist Alcaramba und heute will ich euch mal ein Spiel zeigen, was es hier auf dem Kanal so noch nicht gegeben hat. Dementsprechend ist es ein wenig Abwechslung, zumindest hoffe ich das. Das Spiel nennt sich Dreadnought. Ja, was ist Dreadnought? Dreadnought ist ein Spiel, das sich am besten gleich in der Schlacht zeigen wird. Man hat verschiedene Schiffsklassen, von Zerstörern bis Artillerie-Cruisern, Korvetten und Dreadnoughts selber. Nur mal als Beispiel. Das ist ein Dreadnought, das ist die dickste aller Klassen hier. Damit kann man dann ordentlich was einstecken nachher. Dann gibt es aber auch noch sowas wie die Korvetten. Das sind die kleinsten, die schnellsten, die Panzer, die Schiffe, die wirklich ordentlich austeilen können. Also da ist für jeden so gesehen was dabei. Und das Spiel will ich euch eben etwas näher beleuchten. Was kann man hier so machen? Man kann diese Schiffe auch verbessern. Man gibt verschiedene Sachen, die man ausrüsten kann. Wenn man sagt, man spielt sich da nach oben, kann man da immer mehr Sachen equippen. Es gibt natürlich auch ein Market. Das heißt, man kann nicht nur sich Schiffe verbessern, sondern man kann sich auch im Laufe des Spiels höhere Schiffe holen. Man kann die dann auch dementsprechend equippen. Und alles andere. Ich denke, jetzt ist es aber genug der kruden Theorie, sondern wir wollen einfach eine Runde spielen. Das heißt, ich werde jetzt hier auf Play und auf ein Team Deathmatch für euch. Oder, ja, wir machen ganz klassisches Team Deathmatch. Jetzt dauert es da ein bisschen. Durch diese Wartezeit will ich euch nochmal so ein bisschen was zum Kanal selber sagen. Also der Kanal selber bekommt sein Geld ausschließlich durch die Werbung, die ihr euch anschaut. Also ich kann euch da nur herzlichst darum bitten, macht euren Adblocker aus, schaut die anderen Videos, die es hier auf dem Kanal gibt, an, weil dann bekommt der Kanal die Kohle, die er braucht, um gewisse Organisationen damit zu unterstützen. Bedürftige gibt es leider immer mehr auf dieser Welt und ich finde das ganz toll, was hier damit gemacht wird. Natürlich auch den Kanal abonnieren, dass ihr da dementsprechend immer am Ball seid, wenn andere YouTuber hier wieder ein Video hochladen. Das Game selber ist noch in der Beta, deswegen dauert der Matchmaker auch ab und an etwas länger. Also ich würde jetzt hier einen ganz kleinen Cut machen und dann uns im Spiel wieder treffen. Und da sind wir jetzt also auch schon, ihr habt nichts verpasst, bis auf ein wenig der Wartezeit im Matchmaker. Und hier, so sieht das Ganze jetzt aus, wenn man sich ein Schiff aussuchen soll. Dann wird man erstmal in den Raum geschmissen. Es gibt 5 Spieler. Wir drücken C und können jetzt hier ein Schiff wählen. Ich habe mir vorgenommen, euch erstmal ein Schiff zu zeigen, was, ich glaube, dem Spiel am meisten Spaß bringt. Und zwar so eine Korvette, die Fulgora hier in dem Fall. Das andere Team, oder beziehungsweise die anderen Spieler in meinem Team, suchen sich hier auch ein Schiff aus. Da haben wir auch nochmal ein Dreadnought, beziehungsweise da jetzt ein Dreadnought. Da den Tactical Cruiser, der ist der Heiler. Also, wir sind hier ein bisschen schwerer aufgestellt. Artillerie Cruiser, der hält von hinten so ein bisschen rein. Also so für jeden was dabei. Das Spiel lebt wie kaum ein anderes Spiel vom Team. Also, man merkt wirklich, wenn man hier jemand hat, die Einzelgänger sind, dann ist das nicht förderlich. Ja, das ist mein Schiff. Man kann eben in mehreren Dimensionen runter, hoch, vor und zurück natürlich. Dann ist es auch immer ein bisschen animiert. Also man hat da ein bisschen was. Mein Schiff speziell kann jetzt sich tarnen. Das zeige ich euch gleich. Ich muss erstmal so ein bisschen hier Zeit ins Land vergehen lassen. Weil das ist das Einzige, was hier ungewöhnlich ist. Na, einer ist schon weg. Das Team selber sollte immer beieinander bleiben. Man, diesem Schiff ist man darauf aber angewiesen, Überraschungsangriffe auf den Gegner zu fliegen. Weil das genau aussieht, das werde ich euch auf jeden Fall natürlich gleich zeigen. Jetzt werde ich mich erstmal hier so versuchen, ein bisschen ranzuschleichen. So, und jetzt komme ich da langsam in die Richtung. Ich will hier auf den Artillerie-Cruiser gehen, weil das sind auch gleichzeitig die, die am schwächsten gepanzert sind.
Da habe ich hier so eine Fähigkeit. Und jetzt wird hier alles gemacht, dass ich da ordentlich Damage reinballern kann. Und jetzt wurde ich zerstört. Da hat er dann doch noch mehr Schaden gemacht, als ich in dem Fall gedacht hätte. Und zwar mit dem Bombenkatapult. Ärgerlich, aber ließ sich in dem Fall... Ihr habt es gesehen, dass ich es versucht habe. Aber man hat auch gut gesehen, er wurde da ordentlich geheilt. Und das ist natürlich auch so ein Ding. Die stehen da phänomenal. Die stehen da alle in einem kleinen Haufen. Und nehmen natürlich unsere Spieler, die da so sind wie wir hier, einzeln raus. Ich probiere es noch einmal, weil es hat ja fast geklappt. Und das ist, wenn einmal die Grundordnung nicht mehr beim Gegner passt, dann kann ich vielleicht dementsprechend hier so wirken, wie ich das gerne wollen würde. So, der heilt sich jetzt. Das wird nix. Muss aufpassen, in 10 Sekunden läuft nämlich mein Cloak ab. So, und den konnte ich jetzt rausnehmen. Und kann hier nochmal ein bisschen weiter wirken. Und kann mich jetzt wieder tarnen. Das heißt, jetzt konnte ich hier mal das machen, was die Klasse hier ausmacht. Und zwar für Verwirrung sorgen, indem man einfach mal den Gegner ein bisschen ärgert. Und das probieren wir gleich nochmal. So, der ist zerstört. Und jetzt probieren wir gleich nochmal den. Beziehungsweise das klappt jetzt hier nicht mehr, deswegen muss ich jetzt versuchen, etwas schneller wegzukommen. Und jetzt habe ich hier eine Fähigkeit, die das Ganze etwas schneller und manövrierfähiger macht. Hat geklappt, bin weggekommen. Und jetzt, wenn ich mal eine Zeit lang außerhalb des Gefechts bin, dann kann ich dann nämlich mich wieder aufladen. Und man hat gesehen, bisher die einzigen beiden Kills, die hier in der Runde gemacht sind, habe ich hinbekommen. Oh, jetzt hat einer da auch noch einen gemacht. Deswegen habe ich einen Assist bekommen. Also das ist halt so, man muss sich auf das Gegner-Setup so ein bisschen konzentrieren. Die haben da relativ dicke Artillerie-Cruiser. Da muss man halt die dann dementsprechend rausnehmen. Activate Cloak, Eye Captain. Sind jetzt sehr zerstörerlastig gerade geworden, die Jungs. Und jetzt konnte ich zwar den einen zerstören, aber ihr habt gesehen, da bin ich gerade dran und dann werde ich gleich rausgenommen. Also das Gegnerteam ist wirklich sensationell aufgestellt, macht ein sehr gutes Teamspiel. Mein Team ist hier definitiv das Schwächere, das kann man so sagen, wie es ist. So, jetzt kann ich versuchen, hier noch ein bisschen zu supporten. So, und jetzt hier auf den da gehen, das ist der einzige noch gut mögliche Gegner, der ist zerstört. So, und der ist, auf den gehe ich natürlich, der soll sich da nicht so verstecken. Und jetzt können wir noch auf den hier gehen. Oh, der wird von da hinten geheilt.
Auf den Heiler, den würde ich natürlich gerne gehen. Da ist er auch schon. Und jetzt hier auf den. Und jetzt auf den kann ich den Torpedo noch losjagen. Ah, jetzt bin ich in den reingesprungen. Ich dachte, der wäre etwas weiter weg. War jetzt ein bisschen ungut, mein Manöver da an der Stelle. Gebe ich ehrlicherweise zu. Aber mit 6 Kills bin ich bisher im Team noch gut dabei. Aber hier dieser Raw, der hat 10 Kills. Der macht einen sensationellen Job. Anders kann man es einfach nicht sagen. So, auf den könnte ich jetzt noch gehen, weil der ist da recht alleine. Deswegen wird jetzt hier auf dem mal fleißig geschossen. Und man sieht, dieser eine Typ, der hat einen brutalen Überblick. Da komme ich an und der hat mich sofort raus. Also dieser Raw, der checkt das Spiel wirklich. 12 Kills, also da muss man sagen, es gibt hier halt natürlich Spieler, die sind wirklich schon sensationell. Auch die Schiffe muss man natürlich dementsprechend equippen, weil... Nicht nur, weil man das Schiff hat, ist man gleichzeitig gut, sondern auch natürlich Skill, auch natürlich die Fähigkeiten gehören dazu. So, der springt jetzt hier weg, um sich da vergleichsweise ein bisschen in Sicherheit zu bringen. 40 zu 80, das ist natürlich sehr einseitig gerade. Anders kann man es nicht sagen. So. Na und jetzt konnte ich hier wieder da... Ich gehe halt natürlich rein, dann wird der Fokus auf mich gesammelt. Mein Team zieht aber auch nicht nach. Also da ist es nicht verwunderlich, dass wir hier Spieler mit 0 zu 2 oder 2 zu 3 haben. 2 zu 5. Also das gegnerische Team ist hier einfach in Summe besser. Und das ist bei dem Spiel wie kaum bei einem anderen. Wenn das Gegnerteam so viel besser ist, beziehungsweise wer das bessere Team hat, der gewinnt auch die Runde in der Regel sehr, sehr eindeutig. Ein Angriff würde ich eigentlich noch gern fliegen. Weil jetzt ist das Game eh gleich vorbei. Und da bin ich leider zerstört, aber den Angriff musste ich noch versuchen. Aber 100 zu 60, das ist mehr als einseitig. Und der Raw hat hier mal wieder gezeigt, wo seine Klasse ist. Trotzdem denke ich mal, man hat das Spiel und einen kleinen Einblick sehr gut bekommen. Und wichtiger ist ja jetzt hier, dass... man das Spiel sieht, aber auch, dass man natürlich den Kanal unterstützt. Also wie gesagt, bitte abonniert den Kanal, schaut euch die anderen Videos an, lasst die Werbung laufen und vielleicht einfach ein Ründchen auf die Toilette gehen, dann geht es auch. In dem Fall bin ich hier auf dem zweiten Platz im Team gelandet. Natürlich nicht überraschend, der Raw hat das gegnerische Team ganz klar zum Sieg geführt. Also, ihr könnt natürlich gerne auch das Video kommentieren. Bringt dem Kanal auch was. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich doch, euer Alcaramba.